Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Merit Order oder eben auch die Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass der Strompreis mehr oder weniger an den Gaspreis auch gekoppelt ist. Wir hören aktuell in der Fachpresse, auch in der normalen Presse, sehr viel darüber, dass irgendwie der Strommarkt verändert werden müsste und dass zum Beispiel auch die Strompreisfindung an der Börse, an der Energiebörse verändert werden müsste, weil der Strompreis ein bisschen daran gekoppelt ist, wie sich auch der Gaspreis entwickelt. Wegen Gaskraftwerken ist das auch offensichtlich. Und dass das System unfair ist und vor allem alt ist und eben nicht mehr zukunftsfähig und nachhaltig wäre. Das, erstmal ganz grob gesagt, ist nicht ganz pauschal richtig, aber eben auch nicht ganz pauschal falsch. Daher sollten wir uns das genauer anschauen. Dafür werde ich euch gleich was aufmalen. Wir gehen jetzt mal hier in eine andere Ansicht. Ich mache jetzt hier mal auch gerade das Ganze in Vollbild und verschiebe hier mal die Situation, damit ich besser hier malen kann. Ne? Nicht wundern, hier unten in der Ecke seht ihr gerade meinen Hund, wie sie hoffentlich noch weiterhin ruhig schläft. So, und dann wollen wir mal anfangen. Ihr habt vielleicht schon mal von Merit Order gehört, auch auf unserem Kanal, das womöglich schon mal euch angeschaut. Da haben wir das schon mal grob erklärt. Es geht im Großen und Ganzen darum, dass wir den Strompreis einer Börse, der dann gilt, ne, den Strompreisindex könnte man vielleicht auch sagen, ne, so etwas Ähnliches wie eben ein DAX oder wie andere Preisindizes, die sich anhand von Wirtschaftslage, Angebot, Nachfrage und so weiter ergeben, dass sich diese Preisindizes eben daran ausrichten, ja, was ist das Angebot, was eben auch nachgefragt wird. Und hier haben wir dann eben den Sondereffekt in der Energiewirtschaft. Ganz einfach gesagt, das teuerste Kraftwerk, was einen Zuschlag bekommt, bestimmt den Gesamtpreis, der gehandelt wird für alle Energiemengen. Also auch alle günstigen Anbieter bekommen den teuren Preis bezahlt im Börsenstrompreishandel. Und das hat auch Auswirkungen auf den außerbörslichen Handel, ganz klar, also Effekte. Wir wollen es uns mal genauer anschauen. Dafür ganz einfach mal hier so ein Diagramm. Da ich das jetzt hier gerade tatsächlich mehr oder weniger von Hand digital male, nicht wundern, wenn das jetzt hier nicht ganz perfekt ist. Also hier oben haben wir den Preis, sage ich mal, die Euros. Und hier unten haben wir die, sagen wir mal, Nachfrage. So genau, das könnt ihr soweit noch sehen. Es ist jetzt so, wir haben verschiedene Kraftwerke im Angebot. Fangen wir mal an. Hier machen wir so einen ersten Bereich. Das hier sind jetzt die erneuerbaren Energien. Das heißt, hier haben wir die möglichst günstigen, jetzt mal vor allem natürlich betont, Wind- und Solarenergieanlagen, die, wenn der natürliche Rohstoff vorhanden ist, kaum weitere Kosten haben. Ne? Wir haben keinen Brennstoff, wir haben kein Personal, wir haben keine Infrastruktur vor Ort, die großartig noch nötig wäre. Das heißt, diese erneuerbaren Energieanlagen können extrem günstig produzieren, wenn der Rohstoff zur Verfügung steht. Na, das ist dann immer natürlich das, was wir mitbedenken müssen für ein Gesamtsystem. Na, da müssen wir ein bisschen preistreibende Speicher und Ähnliches noch haben. Aber an sich können Solar und Wind unfassbar günstig produzieren. Unfassbar günstig. So, die sind erstmal da. Die sind jetzt hier vergleichsweise günstig, können wir ja sehen hier, ne? Die sind sehr günstig. Aber die decken eben auch nur einen gewissen Teil der Nachfrage. Was im Regelfall daran liegt, dass wir in der Vergangenheit zu wenig zugebaut haben. Muss man ganz klar sagen, das ist eben ein großer Fehler der letzten Regierungen auch gewesen, hier schlussendlich den Ausbau und Zubau von Solar und Wind extrem zu schwächen und geradezu anzuhalten. Dann kommen wir mal zum nächsten Faktor. Ich mache den mal so ein bisschen wie rot, der ein kleines bisschen meinetwegen teurer ist, aber jetzt auch nicht unbedingt viel mehr, und das ist die Kernenergie. Deswegen jetzt günstig, weil, das ist ganz wichtig zu betonen, weil die Kraftwerke schon sehr alt sind und quasi die Kosten rund um den Bau und Ähnliches schon abgeschrieben sind. Das heißt aber auch, dass da sehr, sehr viel Subventionierung reingelaufen ist. In die diversen Kernkraftwerke, die wir in Deutschland ja auch betrieben haben, sind unfassbar viele Steuergelder auch geflossen. Weil der Bau und der Betrieb und auch der Abbau dieser Anlagen natürlich unfassbar teuer ist. Wenn man auch, sag ich mal, den Müll mit reinrechnen würde, wäre es noch viel teurer. Aber in der Annahme, dass ein Kraftwerk steht, dann produziert es auch vergleichsweise günstig. Also wenn wir die extrem wichtigen externen Faktoren, Bau, Betrieb,
Rückbau und Endlagerung dazunehmen. Nicht mehr so günstig, aber die reine Kilowattstunde, die aus dem im Betrieb stehenden Atomkraftwerk rauskommen, das ist immer noch ziemlich günstig. So, die Kernenergie ist jetzt offensichtlich hier meinetwegen ein bisschen teurer und kann ein bisschen mehr auch produzieren. So, alles klar, das ist ja schon mal nicht schlecht. Das geht erstmal so weiter. Jetzt habe ich hier gerade kein Braun. Muss ich mal schauen in weitere Farben. Naja, das ist schon so ein bisschen... Ja, das ist schon so ein bisschen bräunlich. Okay. So, braun deswegen, weil jetzt mache ich hier mal... Es wird ja fast meine Grafik zu knapp. So, das hier ist jetzt die Kohle. Natürlich vor allem ist das die Braunkohle, die wir in Deutschland selbst ja aus dem Boden ausbuddeln können und die deswegen auch vergleichsweise günstig ist. Die Kohle ist deswegen eben günstig, weil wir sie hier direkt vor Ort rausschöpfen, dafür auch irgendwelche Wälder und Dörfer und Kirchen und alles Mögliche abgeholzt haben, ne? Da können wir uns im Zweifel alle noch dran erinnern, dass er vor 2 Jahren vor allem ein riesiges Thema war, als RWE sehr viel gestritten hat, aber auch die anderen wie ja, Chemieprag und Co. Und in dieser ganzen Diskussion auch dann der Kohleausstieg schlussendlich sehr stark weiter diskutiert worden ist. Sagen wir, also immer noch relativ günstig, weil wir den Rohstoff sehr günstig, aber sehr umweltschädigend aus der Erde holen. Produzieren weiter, haben ein bisschen höhere Kosten meinetwegen, decken noch mehr von der Nachfrage. Es ist die Nachfrage aber punktuell extrem hoch und in diesen Momenten werden dann meinetwegen hier auch noch die Gaskraftwerke, das steht für Gas, angefordert. Die Gaskraftwerke treffen dann hier meinetwegen den restliche Nachfrage, landen mit ihren Preisen aber hier an dieser Stelle. Die sind also wirklich sehr, 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 sehr teuer. Was bedeutet das jetzt? Ne? Hier unten Nachfrage bedeutet ja, ne, die Erneuerbaren konnten einen Teil der Nachfrage jetzt decken. In manchen Momenten mehr, in manchen weniger. Dann kommt die Kernenergie, die konnte wieder einen gewissen Teil der Nachfrage decken. Dann kamen Kohlekraftwerke, die konnten wieder einen Teil der Nachfrage decken. Die gesamte Nachfrage konnte aber nur gedeckt werden, indem auch noch die teureren Gaskraftwerke angeworfen werden. Gas teurer, weil auf jeden Fall ein zu importierender Rohstoff, jetzt im Moment natürlich ein besonders teurer zu importierender Rohstoff. Das heißt, die müssen auch noch angeworfen werden, um die Nachfrage zu decken, sind aber offensichtlich deutlich teurer. Jetzt kommt hier der Merit-Order-Effekt. Der Merit-Order-Effekt sagt, dass in dieser Momentaufnahme dieser Nachfrage, na, das kann jetzt die Beobachtung sein für eine gewisse Viertelstunde im Handel, für einen Tag, für einen Monat, also für irgendeinen beliebigen Zeitraum, ist das jetzt die Momentaufnahme der Betrachtung des Preises. Für diese Momentaufnahme gilt jetzt dieser hier oben erzählte Preis. Der gilt jetzt für alle. Das heißt, man kann das mal ruhig so plakativ hier einzeichnen. Das sind die Kosten, die hier erreicht worden sind. Und die bilden den Preis, der hier praktisch an der Börse dann auch aufgerufen wird. Für, und das ist eben das ganz Besondere, für alle. Dieser ganze gesamte Teil hier dazwischen, das wird allen in dieser Form vergütet. Also das hier ist praktisch Gewinn. Das heißt, in diesen Momenten verdienen die Erneuerbaren besonders viel, auch die Kernkraftwerke verdienen besonders viel, auch die Braunkohlekraftwerke verdienen mehr, als sie bräuchten. Die Gaskraftwerke decken ihre Kosten. Der Rest macht mehr Gewinn. So, und das ist erstmal Status Quo. Das ist unser System, wie wir es anwenden. Das war an sich super, weil es in der Vergangenheit natürlich auch dafür gesorgt hat, dass am ehesten die Kraftwerke nachgefragt und dann auch bezahlt werden, die am günstigsten sind. Wenn wir eine vergleichsweise niedrige Nachfrage hatten, ne, die Nachfrage war meinetwegen nur in der Hälfte von dieser Grafik, dann wären nur die Erneuerbaren und nur die Kernenergie angefragt worden, weil die am günstigsten sind und auch nur die wurden überhaupt bezahlt. Damit hatten wir eine Wirkung darauf, dass diese günstigen Kraftwerksarten auch laufen und die teureren Gaskraftwerke und Kohlekraftwerke in diesem Moment einfach gar keine Vergütung bekommen, in dem Sinne, an der Börse, ne, also, oder in den Handelswegen, die sich am Börsenstrompreis orientieren. Es gibt natürlich immer noch die Variante mit Langfristverträgen, Direktlieferverträgen, PPAs und so weiter, wo man sich vielleicht komplett von einer Börsenstrompreisentwicklung auch abwendet.
Man kann sich auch daran orientieren, ne? Auch dafür gibt es so Preisklauseln, die dann einen gewissen Anteil auch hier durchreichen praktisch von Börsenstrompreisentwicklung. Aber meistens macht man es ja, weil man einen festen, mehr oder weniger festen Preis haben will, der eben dann auch langfristig so gilt. Das heißt, alle anderen Bereiche, die in irgendeiner Form eine Wirkung des Börsenstrompreises haben, die orientieren sich jetzt an dieser Situation, ne? Sehr hohe Preisentwicklung, sehr hohe Kosten und deswegen sehr hohe Preisentwicklung, ne, die nachgefragt werden. Sehr hohe überhaupt zu zahlenden Preise an Börse und Co. Sehr deutlicher, jetzt kommt der Begriff Übergewinn für die günstigeren Kraftwerksbetreiber und Vermarkter. Tja, was macht man jetzt? Das wird gerade unterschiedlich diskutiert. Eine Idee, die auch gerade, soweit ich das schon gehört habe, aus Richtung des Bundeswirtschaftsministeriums kommt, ist eine Art Übergewinnsteuer einzuführen, die dann dafür sorgt, dass dieser Mehrgewinn hier im Großen und Ganzen bezahlt werden muss an den Staat und schlussendlich wahrscheinlich in das Energiesystem. Ja, das könnte man sogar ganz sinnvoll lösen, dass hier diese Mehreinnahmen, die dann an den Staat gehen würden, in das gesamte Energiesystem wieder gesteckt werden, um da entweder eine weitere Preisentlastung in Richtung der Verbraucher möglich zu machen oder um den Wandel, also Systemstabilisierung weiter voranzutreiben. Das könnte auch ein Weg sein. Deswegen vielleicht auch sinnvoll, aber das ist ja jetzt nur ein Weg, mit den Symptomen umzugehen, aber es ändert nichts am grundlegenden, dahinterstehenden System. Ja? Ist also vielleicht nicht ganz nachhaltig, sondern nur eine momentane mögliche Lösung, aber eigentlich bringt es das nicht. Kann man also machen, wenn man davon überzeugt ist, dieses System der Merit Order so weiterzuführen. Na, da kann man sagen, okay, jetzt die Übergewinnsteuer praktisch einziehen. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Variante wäre, den Merit Order Effekt in dieser Form nicht mehr zu nutzen. Der ist jetzt aber nicht nur eine deutsche Entscheidung, ne? Also da sind wir in einem europäischen Gesamtsystem. In der Annahme, dass das nicht mehr passieren würde, würde also jedes Kraftwerk so vergütet werden, wie es sich selbst verkauft. Da können dann natürlich gerade die Erneuerbaren sagen, na, wir verkaufen einfach sowieso sehr günstig. Dann kriegen das hin. Die Kernkraftwerke, wenn sie laufen, auch. Kohle bestimmt auch noch ein Stück weit. Also sorgt das eigentlich nur dafür, dass dieselbe dasselbe Angebot auf die gegebene Nachfrage genutzt wird, aber eben dieser Mehrgewinn nicht in irgendeiner Form zustande kommt. Würde also für diejenigen, die sich ihr Portfolio an der Strombörse zusammenstellen, insgesamt günstiger werden. Vermutlich. Weil dann eventuell nach und nach die einzelnen Angebotspreise höher werden würden, weil man möchte ja trotzdem noch ein bisschen Geld haben. Also schwierig zu sagen, wie das sich konkret auswirkt, müsste man simulieren, ausführlich, wird bestimmt auch gemacht. Es hätte, wie gesagt, keine andere Lenkungswirkung, nicht unbedingt eine andere Lenkungswirkung auf das Angebot. Es würde nur die Vermarktung für das Angebot schlechter machen und damit insgesamt vielleicht den Verbrauchspreis kurzfristig auf jeden Fall senken. Gleichzeitig würde ich dann davon ausgehen, dass die Angebote teurer werden mittelfristig. Also macht nicht wirklich was anders. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir belassen das System an sich bei, wir wollen aber, dass dieser Übergewinn einerseits nicht so kommt und dass vor allem aber auch die Kosten geringer werden. Der unmittelbare Weg, dass diese Kosten hier geringer werden. Ne, was wir jetzt mal wollen, ist also, ich mache gerade ein bisschen dicker, wir wollen, dass das hier runtergeht. Ne, das wollen wir jetzt hier. Naja, wenn das hier runtergehen soll, dann muss das hier praktisch wegfallen. Ne? Dann muss das alles praktisch wegfallen. Wenn der nur zu importierende Rohstoff Gas nun mal ein preistreibender Faktor bleibt, dann müssen also die Gaskraftwerke in der Nachfrage eliminiert werden. Dann landen wir eventuell da, dass nur noch die Kohlekraftwerke nachgefragt werden. Und dann ist das eben der neue Preis hier. Ja, dann wäre das der neue Preis.
Wenn die Nachfrage aber hier hinten steht, ne, also die Nachfrage hier an dieser Stelle ist gegeben, ne, die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Vielleicht wird die, oder sie wird garantiert sogar noch höher, weil wir ja einen Sektorwandel haben, eine Sektorkopplung haben, die bedeutet, dass wir auch Wärme und Verkehr stromgeführt machen wollen, also haben wir mehr Strombedarf in Zukunft, ne? Aber wir nehmen mal an, ungefähr gleichbleibend, wie lösen wir das Problem jetzt, dass hier Gas nicht mehr nachgefragt wird? Wie lösen wir das, dass hier Gas wegfällt? Auch in der Betrachtung ist ja ein Atomausstieg läuft und auch irgendwann ein Kohleausstieg läuft. Wie schaffen wir das? Wenig überraschend heißt das ja, wir müssen, ich mache das mal in einem anderen Grün, wir müssen hier hinkommen, dass das hier alles erneuerbare Energien sind. Ja? Ich mache das mal vielleicht hier mit dem fetten Stift. So, ja, so. Da müssen wir also hinkommen. Das ist sogar noch im Hintergrund, na toll. Ach, macht OneNote nicht ganz das, was ich gerade will. Hier müssen wir also hinkommen. Dass das Erneuerbare sind und okay, wenn wir davon ausgehen, nur noch Erneuerbare, die auch nicht alle nur die allereffizientesten und günstigsten Varianten sind, dann ist der Preis meinetwegen hier. Für alle. Und selbst wenn der Preis noch höher ist, wegen Speichern, okay, dann ist der Preis halt meinetwegen hier. So. Dann ist aber immer noch halb so hoch wie aktuell. Oder ein Drittel oder ein Viertel oder ein Zehntel von dem Preis von heute. Na, das ist schlussendlich der Weg, wie wir tatsächlich dahin kommen könnten, einen mehr oder weniger stabilen Preis im System der Merit Order hinzubekommen. Wir müssen deutlich, 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 deutlich mehr günstige Erneuerbare aufbauen mit ihren Speichern, die eingepreist werden, versehen. Und das Gesamtangebot an erneuerbaren Erzeugern und Speichern als Erzeugern würde dann hier unten die Nachfrage praktisch abbilden. Und die Grenzkosten der Nachfrage wären dann wegen eben nur hier und damit günstiger als das heutige von teurem Gas mit beeinflusste Strompreissystem. Ja, das ist praktisch die eine Möglichkeit, die im bestehenden Merit-Order-System tatsächlich mittelfristig günstiger werden würde, ja, indem wir dafür sorgen, dass die Nachfrage durch günstigere Kraftwerke bedient wird. So, jetzt kommen die Kommentare wie, oh, dieser Erneuerbare, dieser Verrückte. Atomkraftwerke, die sind doch auch günstiger. Wie gesagt, wenn wir den Bau, den Rückbau und auch die Endlagerung nicht mit reinrechnen, dann sind Kernkraftwerke durchaus günstig. Unsere bestehenden noch drei Kernkraftwerke sind ja auch im Großen und Ganzen abgeschrieben. Die produzieren jetzt nur noch. Ein neues Kraftwerk nicht. Davon abgesehen, dass der Bau von neuen Kernkraftwerken wirklich lange dauert. Deswegen auch, wer hat das jetzt gesagt? Andi Scheuer, der von der CSU, der zuletzt der Verkehrsminister war, dieser Energieprofi. Ich möchte jetzt nicht sagen, dieser, da muss ich wieder was piepen wahrscheinlich. Er hat gesagt, seine Formel lautet 3 plus 3 plus 3, 3 bestehende Kraftwerke, 3 wieder zu reaktivieren und 3 neu bauen. Atomkraftwerke. Denn wir brauchen eine sichere Versorgung. Merken wir es gerade überhaupt noch, wie viele Atomkraftwerke zum Beispiel in Frankreich nicht am Netz sind, wie viele Kernkraftwerke auch international Probleme bekommen, weil sie nicht genügend Kühlwasser bekommen oder weil das Wasser, was sie bekommen, zu warm ist, um in den öffentlichen Kreislauf zurückgegeben werden zu können, um nicht gegen Umweltrichtlinien zu verstoßen. Merken wir es noch. Und hier gibt es immer noch die tollen Anekdoten, dass Kernkraftwerke, die neu gebaut werden, aktuell dazu neigen, 10 Jahre länger zu brauchen, als man vorher geplant hat, bevor sie wirklich ans Netz gehen können. Wirklich lustige Beispiele. So ein Atomkraftwerk ist halt infrastrukturell wirklich eine Herausforderung. Wir haben nur noch drei, die alle praktisch älter sind als ich. Ich bin 33. Doch, ich bin 33. Die sind alle länger am Netz als ich. Die produzieren schon länger als ich. Die sind also wirklich nicht mehr die Jüngsten. Ich fühle mich auch schon so alt. Darauf wirklich zu setzen, dass die jetzt also für die nächsten Jahre und Jahrzehnte die Grundlage für unsere Stromproduktion sind, ist sowieso dümmlich. Weil die eben auch nur einen ganz kleinen Teil im Moment ausmachen. Also einen einstelligen Prozentsatz der Stromproduktion. In der Situation, dass sie nun mal alt sind.
Alte Atomkraftwerke neigen erst recht dazu, auch noch öfters mal gewartet werden zu müssen. Ich will immer nicht davon ausgehen, dass da ein Unfall passiert. Ich will nur davon ausgehen, dass die eben nicht diese Universallösung sind. Man muss gleichzeitig sagen, in den letzten Jahrzehnten waren Kernkraftwerke immer als die futuristische Gesamtlösung gesehen worden. Ich bin auch nicht pauschal gegen Kernkraft. Ich bin nur realistisch. Wir haben in Deutschland keine neuen Kernkraftwerke. Wir haben nur drei, die älter sind als ich. Ich bin kein Fan davon. Die müssen weg. Die sind keine nachhaltige Lösung für die Zukunft. Und neue zu bauen, da bin ich halt Realist, dauert Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnt. Und was können wir relativ schnell zubauen, solange die Lieferketten halbwegs funktionieren? Das, was ich hier grün eingezeichnet habe, die Erneuerbaren. Die EEs schaffen es, also die können relativ schnell gebaut werden. Die schaffen es dann im Zweifel in Kombination mit den Speichern, die auch relativ schnell gebaut werden können, relativ schnell im Sinne von auf die nächsten Jahre vorstellbar. Die schaffen es auf jeden Fall, eine Nachfrage abzudecken, weil sowieso der Gesamtwandel, also auch der Gesamtsektorkopplung, ja nur Jahr für Jahr für Jahr nach und nach passiert. Das ist alles nichts, was von heute auf morgen passiert. Auch die Kohlekraftwerke bestehen ja noch die nächsten Jahre, muss man ja auch ganz klar sagen. Wir wollen nur mittelfristig das hier eben mit den Erneuerbaren abdecken und damit auch Strompreise insgesamt günstiger gestalten. Und die Erneuerbaren sind die einzigen, die wir eben sofort bauen können und die keine externen Rohstofflieferungen bräuchten. Gaskraftwerke hängen immer von externem Gas ab. Selbst Wasserstoff, selbst methanisiertes Wasserstoff können wir nicht einfach sofort hier herstellen, auch nicht in den Mengen, die wir dann bräuchten. Kohle, naja gut, sind auch sehr große Kraftwerke, bräuchten auch relativ lange, ehe ein neues gebaut wäre. Man sind nun mal Dreckschleudern ohne Ende. Gaskraftwerke auch übrigens. Na, aber Kohlekraftwerke sind wirklich nicht auszuhalten, wenn wir Treibhausgase betrachten. Und Braunkohle, naja, bedeutet im Abbau trotzdem, dass wir ganz schön viele Mondlandschaften in Deutschland hinterlassen. Atomkraftwerke, wie gesagt, dauern ewig und auch da sind wir vom Import aus Russland abhängig. Da ist der Import nach Europa deutlich stärker, sogar noch von Russland abhängig als im Gasbereich und Ölbereich. Ja, dann bleiben irgendwie nur noch die Erneuerbaren übrig. In einer Kombination aus Wind, Solar, Bioenergie, ein bisschen Wasser, ein bisschen Geothermie. Wasser und Geothermie in Deutschland aber auch trotzdem sehr, sehr gedeckelt. Ne? Also da haben wir nicht unendliche Möglichkeiten. Tja, das ist es halt. Und der Effekt von denen wäre am Ende, ne, hier irgendwo in einem annehmbaren Preisgefüge dann auch zu landen. Wisst ihr? Das ist das Problem mit der Merit Order. Noch einmal zusammengefasst, bedeutet die Merit Order halt, wir haben ein Nachfrage- und Angebotsgefüge, wir haben ein Preisgefüge, wir haben ein paar Erneuerbare, wir haben die Kernkraftwerke. Wir haben dann noch die Kohle und wir haben noch. Ach, ich habe es orange, doch orange gemacht, genau. Gas. Und im aktuellen System bedeutet es nun mal, dass dann dieser Preis an der Börse zu zahlen ist. Und dass das ja alles im Moment als Übergewinn an die Betreiber dieser günstigeren Kraftwerke geht. In der Zukunft sieht das bestenfalls so aus. Naja, okay. Relativ langes Video, mal in einem ganz anderen Format auch, weil es sich hier sehr gut anbietet, über dieses Thema. Was haltet ihr davon? Naja, könnt ihr euch noch mehr vorstellen, was man in so einer Art vielleicht angehen könnte? Auch noch mit ein bisschen mehr Übung und vielleicht auch mit weiterhin einem so müden Hund in der Ecke. Dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten auch gerne Fragen und ähnliches unten in die Kommentare schreiben. Und liked das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Wenn ihr mehr über die Zusammenhänge der Energiewirtschaft lernen wollt, geht ruhig auf nrenf.de. Unser Lernportal ist unten verlinkt. Da gibt es Videokurse und E-Books und ähnliches. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.